Verehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts, verehrte Damen und Herren, vor allem sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Fless. Die anderen wissen das nicht, wir beide wissen das, und es ist auch erst ein paar Tage her, da standen wir gemeinsam vor einem noch volleren Saal mit gut 1000 jungen Leuten, gar nicht weit weg von hier in einer wunderbaren Location, wie man heute neudeutsch sagt, dem ehemaligen Postbahnhof am Gleisdreieck. Und Kultur und Außenpolitik live war die Veranstaltung überschrieben vor wenigen Tagen. Und Sie, liebe Frau Fless, hatten einen wunderbaren Workshop geleitet unter dem Stichwort Die Welt im Kopf. Sie haben in diesem Workshop die Grenzen offengelegt, die sich in unseren Köpfen als eine Mental Map niederschlagen. Und Sie haben uns die Augen geöffnet, welch wichtigen Beitrag die Methoden der Archäologie leisten können, diese Grenzen zu überwinden. Meine Damen und Herren, Kultur und Außenpolitik live und die vorgefasste Mental Map erforschen und sie überwinden helfen, das sind Stichworte, die uns auf unseren mittlerweile, ich habe nachzählen lassen, fast 10 gemeinsamen Reisen begleitet haben, die unsere Arbeit, Ihre und meine und den herausragenden Beitrag des DAI zur Außenpolitik, finde ich jedenfalls, ganz wunderbar beschreiben. Und wenn es dessen bedarf, dann füge ich noch hinzu, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Vorzüglicher Botschafter Deutschlands und Glanzstück unseres Wissenschaftssystems, so hat der Wissenschaftsrat das Deutsche Archäologische Institut vor kurzem evaluiert. Solches Lob hört man selten, aber vielleicht auch gerade deshalb umso lieber. Und deshalb will ich Ihnen ganz zu Anfang dafür ganz herzlich gratulieren. Aber Sie wissen und ahnen, ich bin nicht nur gekommen, um Glückwünsche zu überbringen, sondern ich möchte einige Worte sagen zu den gemeinsamen Aufgaben, von denen reichlich vor uns liegen und derer wir uns, da bin ich sicher, gemeinsam annehmen werden und wollen. Die furchtbaren Bilder, meine Damen und Herren, die uns aus den Krisengebieten des Mittleren Ostens und Nordafrika erreichen, machen schnell deutlich, und Sie alle haben das jeden Abend im Fernsehen, was ich meine. Fast täglich erleben wir die gewaltsame Zerstörung von kulturellem Erbe in dieser gesamten Region. Und diese Zerstörung von kulturellem Erbe legt eben zugleich nicht nur Axt an die Vergangenheit und zerstört sie, sondern eben auch Axt an die Wurzel einer kulturellen Zukunft in dieser Region. Kulturelles Erbe ermöglicht uns, uns selbst und einander besser zu begreifen. Und was genauso wichtig ist, es zeigt, dass wir auf einem Boden stehen, den andere, ausdrücklich auch andere Kulturen, bereitet haben. Und wer wie die Archäologen sich tiefer in die Tiefe dieser Schichten unserer Identität hineingräbt, der bringt eben oft dabei bei diesen Grabungen auch ganz Erstaunliches zutage. Verbindungslinien, die heute erst mühsam wiederhergestellt werden müssen, Gemeinsamkeiten, die im wahrsten Sinne des Wortes verschüttet waren, aber auch das wird zutage gefördert, Auseinandersetzungen und Traumata der Völker, die ihre Mental Map bis heute bestimmen. Eine unerlässliche Arbeit, gerade in einer Welt, die der Schnelligkeit und leider oft auch vorschnellen Entschlüssen zu huldigen scheint, aber auch eine unersetzliche Arbeit, eine Arbeit der Differenzierung, gerade in einer Welt, in der Konflikte allzu oft überformt werden von ethnischen, religiösen Konflikten oder totalitären Ideologien. Dafür, meine Damen und Herren, steht das vom DAI mit Stunde Null überschriebene Projekt für Syrien, das wir gemeinsam mit zahlreichen Partnern heute starten wollen. Es baut auf dem Archaeological Heritage Network auf, das Sie bereits vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben. In diesem Netzwerk
bündeln wir unsere hervorragende deutsche Expertise, damit wir hier in Deutschland noch besser und breiter zusammenarbeiten und damit wir unseren kompetenten Partnern im Ausland, besonders im Rahmen der UNESCO, in noch effizienterer Weise zur Verfügung stellen können. Neben Institutionen wie dem DAI, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder der deutschen UNESCO-Kommission gehören auch zahlreiche Landeseinrichtungen wie Hochschulen und Landesdenkmalpfleger diesem Netzwerk an. Es steht damit auf einer soliden und breiten Basis. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, für Ihren großen Einsatz für diese wichtige Initiative und ich gratuliere heute allen, die sich daran beteiligt haben. Vor allem aber freue ich mich darüber, dass wir nun in der Lage sind, den nächsten Schritt zu gehen. Wir führen diese Expertise zusammen mit Maßnahmen der Ausbildung, der kulturellen Zusammenarbeit und des Wiederaufbaus von einzelnen Restaurationsprojekten über Fortbildungsmaßnahmen bis hin zu ganzen städtebaulichen Konzepten. Lassen Sie es mich klar vorweg sagen, wir wissen, und ich ganz sicher, dass es im Fall von Syrien eine Stunde Null im Sinne eines singulären Einschnitts naturgemäß nicht geben kann und deshalb auch nicht geben wird. Genauso wenig, wie es einen solchen sauberen Schnitt nach dem 8. Mai 1945 hier in Deutschland gegeben hat. Die Frage nach der Ausgestaltung eines Wiederaufbaus jedoch, die bleibt. Als Deutsche können und wollen wir aufgrund unserer eigenen Geschichte so weit wie möglich wichtige Erfahrungen beisteuern. Gemeinsam wollen wir klügere Konzepte entwickeln helfen, als das Ausdrucken und Aufstellen von Repliken. Unsere Kulturarbeit steht dabei nicht isoliert. Wir brüten nicht über der Rekonstruktion beschädigter Tempel, während in Syrien Tag für Tag Menschen sterben. Nein, unsere Kulturarbeit ist Teil, ist essentieller Teil unseres umfassenden politischen Ansatzes für Syrien. Unser Engagement reicht von der natürlich notwendigen, akuten humanitären Hilfe über unseren Einsatz für die Suche nach einer Lösung in einem politischen Prozess bis hin zu einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, etwa auch zur Aus- und Fortbildung junger syrischer Flüchtlinge. All diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, haben eins gemeinsam. Sie sollen den Weg ebnen und den Menschen Mut machen für eine sichere und eine friedliche Zukunft in ihrer Heimat. Die Initiative Stunde Null ist dabei, ich kann das nur noch mal betonen, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, gerade auch aus meiner Sicht. Klar ist aber, wir werden mit all unseren Anstrengungen nur dann langfristig Erfolg haben, wenn sie getragen werden von den Menschen, die den Wiederaufbau in Syrien eines Tages leisten werden müssen. Den Syrerinnen und Syrern selbst. Deshalb steht die Zusammenarbeit mit den Partnern in und aus der Region ganz im Vordergrund. Mit der Zivilgesellschaft, mit den Nachbarn Syriens, mit antiken Behörden und natürlich auch, soweit vorhanden, mit staatlichen Organen. Ein hervorragendes Beispiel für diese Zusammenarbeit ist das Syrian Heritage Archive Project des DAI und des Berliner Museums für Islamische Kunst. Dabei wird erstmalig ein digitales Register archäologischer Stätten und historischer Monumente in und für Syrien erstellt, und zwar in Zusammenarbeit deutscher, syrischer und internationaler Kollegen. Mehr als 100.000 Datensätze haben sie bereits zusammengetragen. Bedrohte Kulturgüter werden hier katalogisiert, damit sie auf illegalen Kunstmärkten identifiziert werden können, aber natürlich auch, um eine spätere Restaurierung zu ermöglichen. Diese Initiative richtet den Blick auch auf die Nachbarstaaten der Region, auf die Länder, in denen jetzt im Augenblick abertausende Menschen aus Syrien Zuflucht gefunden haben. Und in Kooperation mit dem DAAD werden wir binationale Studiengänge einrichten und Stipendien genau für diese Flüchtlinge anbieten. Wir tun es bereits. Unzählige Partner
arbeiten bei diesen Projekten Hand in Hand. Stellvertretend möchte ich die Gerda-Henkel-Stiftung hervorheben. Wir haben im vergangenen Jahr einen strategischen Dialog mit Stiftungen, gerade auch zu außenpolitischen Fragen, ins Leben gerufen, weil wir eben solche Kooperationen wie die eben genannte, modellhaft genannte, fördern wollen, sie häufiger zustande bringen wollen. Die Gerda-Henkel-Stiftung ist einer unserer aktivsten Partner dabei. Für Syrien-Initiativen hat sie großzügige Unterstützung zugesagt und dafür unseren allerherzlichsten Dank. Meine Damen und Herren, die Projekte, die wir mit der Initiative Stunde Null fördern, sind komplex und vielschichtig. Wem sage ich das? So vielschichtig und komplex mag manch einer sagen, wie eben die Herausforderungen, die mit dem Wiederaufbau Syriens notwendigerweise einhergehen müssen. Es ist Ihre beeindruckende Arbeit, meine Damen und Herren, und Ihr außergewöhnlicher Einsatz, die uns dabei Vorbild sind. Denn Ihre wissenschaftliche Arbeit ist getragen von einem zivilen, einem bürgerschaftlichen Engagement und ich weiß, bei vielen von Ihnen weit, weit, weit über das bloße wissenschaftliche Interesse hinaus. Liebe Frau Fless, es geht, so habe ich mir sagen lassen, einher, diese Arbeit geht einher mit einer großen Expertise des Berliner Mietwohnungsmarktes, tiefer Kenntnis von Abläufen in den Stadt- und Bezirksverwaltungen und den neuesten Bürgschaftsformularen Berliner Banken zugunsten der Kolleginnen und Kollegen aus Syrien, die hier Fuß fassen wollen. Auch das will alles erarbeitet sein. Meine Damen und Herren, Wissenschaft und Kultur, so habe ich das selbst mal formuliert, zielen auf die langen Linien. Politik dagegen muss viel öfter auf Aktualitäten, auf Krisen und Ereignisse reagieren. Und genau deshalb ist es ebenso wichtig, dass sie der Kultur und der Wissenschaft den notwendigen Freiraum verschafft, der Zusammenarbeit und gemeinsames Vorgehen eben erst möglich macht. Ich glaube, Frau Fless, wir können uns da aufeinander verlassen. Jedenfalls fühle ich mich dieser Linie verpflichtet. Das beginnt bei den Haushaltsfragen. Das geht weiter über die tägliche Zusammenarbeit vor Ort. Und das endet, das kann ich Ihnen versichern, noch lange nicht an Abenden wie diesen. Ich freue mich jedenfalls auf lange weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, den vorzüglichen Botschaftern Deutschlands. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Herr Dr. Steinmeier, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, liebe Frau Barnett, verehrte Mitglieder der Zentraldirektion und Gründungsmitglieder des Archaeological Heritage Network, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zu den zentralen Fähigkeiten der Archäologie gehört es, Bilder zu imaginieren und Geschichte zu erzählen. Aber nicht alle antiken Orte machen es den Archäologen dabei leicht. Beim Blick auf die amorphen Reste der Zikkurate in Uruk im Südirak ist es nicht einfach zu vermitteln, dass an diesem Ort Schrift und komplexe Zähltechniken für uns heute basale Kulturtechniken entstanden sind, dass Uruk Ort des Gilgamesch-Epos war. Daher haben unsere Forschungen in Uruk, die Margarete van Es dieses Jahr vor Ort wieder aufnehmen konnte, nicht nur das Ziel, die antike Großstadt weiter zu erforschen, sondern zusammen mit irakischen Kollegen Strategien der Vermittlung und des Erhaltes zu entwickeln. Diese beiden Aspekte sind bei archäologischen Ruinen allerdings auch mit die größten Herausforderungen. Und diese Herausforderungen waren 2014 der Grund, die Einrichtung eines Kompetenznetzwerks zu diskutieren. Das Auswärtige Amt lud zu einem Expertengespräch im Rahmen des Review-Prozesses ein und es folgten viele weitere Gespräche und so können wir heute das Archaeological Heritage Network auch endlich begründen. Mit der Gründung reagieren wir auf die weltweit steigenden Anfragen, deutsches Know-how im Bereich des Kulturerhalts und Kulturgüterschutzes stärker einzubringen. Ein erweiterbares Netzwerk schien hierzu die geeignete Form.
Wir verfügen in Deutschland über große Kompetenzen auf diesem Feld. Aufgrund föderaler Strukturen sind dieser jedoch in zentralen Bereichen auf die Bundesländer bezogen. Andere Einrichtungen haben einen explizit auf Deutschland bezogenen Auftrag. Diese Kompetenz nun auch für die konkrete Arbeit im Ausland sichtbar und einsetzbar zu machen, ist ein Ziel des Archaeological Heritage Network. Ein anderes besteht darin, hiervon wiederum zu lernen und das eigene Handeln in globaler Spiegelung auch zu reflektieren. Das erste gemeinsame Projekt des Netzwerkes trägt den Titel Die Stunde Null, eine Zukunft für die Zeit nach der Krise. Damit ist aber nicht nur der Moment angesprochen, an dem sich nach Zerstörungen, wie sie in Syrien seit 2011 stattfinden, die Frage nach einem Wiederaufbau stellt. Wir alle wissen, dass man gerade im Bereich des Kulturerhaltes nicht mal eben ad hoc handelt, mal eben spontan eingreift, schnell Blöcke versetzt. Kulturerhalt und Kulturgüterschutz als Bestandteile der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik brauchen Erfahrungswissen als stabilen Baustein für ein Handeln mit Haltbarkeit und Tragfähigkeit. Und dieses Erfahrungswissen kommt im Archaeological Heritage Network zusammen. Als Theodor Wiegand und der Architekt und Bauforscher Hubert Knackfuß im Auftrag der Preußischen Museen Berlin zwischen 1905 und 1913 in Didyma in der Türkei vor einem riesigen Steinhaufen standen, aus dem drei Säulen ragten und auf dem eine Mühle stand, entschieden sie sich dafür, den Steinhaufen Stein für Stein abzutragen, die Blöcke zu sortieren, die noch erhaltenen Bauteile freizulegen und zeichnerische Vorschläge für die Rekonstruktion des Monumentes zu erarbeiten. Als das Theaterstadion in Eisenau in der Türkei 100 Jahre später von Bauforschern in einem Kooperationsprojekt von DAI und BTU Cottbus erforscht wurde, wurden alle Blöcke in situ vermessen und gezeichnet. Und unter den Auspizien einer mittlerweile veränderten Vorstellung vom Umgang mit Denkmälern beschlossen die Forscher damals, das verstürzte Denkmal als historischen Befund zu erhalten. Sie rekonstruierten das Gebäude in einem 3D-Computermodell und machten es dadurch verständlich. Sie bauten es aber nicht wieder auf. Noch vor Verabschiedung des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes wurde in der Charta von Venedig 1964 konstatiert, ich zitiere, die Menschheit, die sich der universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr bewusst wird, sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für ihre Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Die Menschheit ist verpflichtet, ihnen die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben. Die in der Charta zugunsten des Erhalts der Authentizität entschiedene Diskussion stand 1964 bereits natürlich in einer langen Tradition von Überlegungen zum Umgang mit dem kulturellen Erbe. Ein bedeutender Text für diese Tradition, Schinkels Memorandum zur Denkmalpflege, wurde im vergangenen Jahr 200 Jahre alt. DAI und Deutsche UNESCO-Kommission haben in einer Veranstaltung daran erinnert. Über 50 Jahre nun wiederum nach der Charta von Venedig haben sich die Blickwinkel natürlich wieder verändert. In der Aushandlung vieler Konventionen, Übereinkommen und Empfehlungen wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass es nicht eine Vorstellung von der Authentizität eines Denkmals gibt, sondern viele Vorstellungen, die durch die unterschiedlichen kulturellen Kontexte bedingt sind und durch Akteure definiert werden. Und so wundert es nicht, dass sich die türkische Grabungsleitung in Eisenau unter der Prämisse der touristischen Verwertbarkeit, die wiederum auf der Prämisse des wiederaufgebauten Gebäudes als touristischem Magnet basiert, entschieden hat, das Theaterstadion in Eisenau wieder aufzubauen. Der uns vertrauten Ruinenromantik wird dieser Wert, also die touristische Verwertbarkeit, von den Akteuren vor Ort derzeit offensichtlich nicht beigemessen. Nach meinen wenigen Beispielen und Anmerkungen dürfte es niemanden unter Ihnen nun verwundern, dass im Archaeological Heritage Network jene Disziplin eine besondere Rolle spielt, für die Deutschland weltweit ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, nämlich die historische oder archäologische Bauforschung. Und natürlich braucht ein Netzwerk auch Spezialisten für den Umgang mit musealen Objekten der Restaurierung und Konservierung. Museen und spezialisierte Hochschulen mit ihrer Expertise der Ausbildung und Präsentation der Konservierung und Restaurierung sind daher zentrale Partner des Archaeological Heritage Network. Das Netzwerk umfasst aber auch jene Experten, die in unterschiedlichen nationalen und internationalen Zusammenschlüssen organisiert sind. Sie besitzen die Expertise für zentrale theoretische und methodische Fragen im Umgang mit dem materiellen und immateriellen Kulturerbe, für die Aushandlung von Konventionen, aber auch für konkrete Maßnahmen des Schutzes, Erhalts und der Präsentation von Boden- und Baudenkmälern.
Sie stehen für eine Vernetzung auch der nationalen und internationalen Diskurse. In dem Projekt Die Stunde Null selbst geht es aber im Kern nun nicht allein darum, deutsche Kompetenzen zusammenzubringen und diese dann schlicht zu exportieren. In drei Projekten in der Türkei, im Libanon und in Jordanien werden syrische Flüchtlinge in Kulturhaltsprojekten als Handwerker und Restauratoren ausgebildet oder als Experten weitergebildet, um in der Zukunft den Wiederaufbau ihres Landes, den Wiederaufbau Syriens durchführen zu können. Arbeit und Ausbildung werden hier aber auch zu zentralen Bestandteilen humanitärer Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien. Die Probleme, vor denen die Anrainerstaaten stehen, in die sich viele Syrer flüchten mussten, traten mir bei den Reisen, bei denen ich Sie, sehr geehrter Herr Steinmeier, begleiten konnte, deutlich vor Augen. Spürbar wurden die riesigen Belastungen auch für das Sozialgefüge in den Anrainerstaaten. Diese Belastungen bringen die Gefahr von Instabilität mit sich. Und zugleich war vielerorts eine Instability in Recognition spürbar, also eine Instabilität, die vor allem in der Wahrnehmung stattfindet, ein Phänomen, was ja auch Deutschland derzeit stark prägt. Alle drei Projekte der Stunde Null beziehen daher die Einwohner der Anrainerstaaten mit ein. Die Archäologie ist nicht selten eben der größte Arbeitgeberin in entlegenen Regionen und dabei immer verlässlicher Partner der Aus- und Weiterbildung. Zugleich setzen wir in der Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort durch den Erhalt von Denkmälern auch deutliche Zeichen. In einer Region, in der das kulturelle Erbe in Syrien, im Irak und im Jemen zerstört wird oder von Zerstörung bedroht ist, ist es umso wichtiger, wenn der Erhalt von Denkmälern aller Epochen zum gemeinsamen Anliegen wird. Die Gerda-Henkel-Stiftung unterstützt mit gleicher Intention im Umfeld des Zatari Refugee Camp im Norden Jordaniens den Projektverbund Mare Nostrum. Dort werden archäologische Projekte mit Projekten kombiniert, in denen Arbeitsplätze geschaffen werden, Ausbildung erfolgt und die zum Ziel haben, die historische Vergangenheit der Region zu vermitteln. In Zusammenhalt mit der örtlichen Verwaltung sowie einer Frauenkooperative wird ein Kulturprogramm für syrische und einheimische Kinder und Jugendliche zur historischen Vergangenheit des Hauran-Gebietes, das liegt eben auf beiden Seiten der Grenze, sowohl in Syrien als auch in Jordanien, durchgeführt. Dass die Gerda-Henkel-Stiftung ebenfalls Mitglied im Netzwerk ist und ihre Erfahrungen einbringt, ist deswegen für uns von größter Bedeutung. Im Irak hingegen knüpfen wir im Rahmen des Projektverbundes an eine lange Tradition von Maßnahmen an. Hier geht es um die Ausbildung von Experten, besonders in Kooperation mit den Universitäten, um sich über die grundlegenden Techniken des Kulturerhaltes und Kulturgüterschutzes auszutauschen und den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Da von irakischer Seite auch für dort vom IS zerstörte Denkmäler Anfragen zur Unterstützung für Kulturerhaltsmaßnahmen an uns herangetragen wurden, ist es wichtig, dass wir nun die Ausbildungsprogramme in Kooperation mit vielen deutschen Partnern intensivieren und die Ausbildung vor Ort über unsere Außenstelle in Bagdad verstärken können. Die bislang genannten Projekte der Stunde Null sind, wie Sie sehen, alle langfristig auf Capacity Building angelegt und ausgerichtet und kombinieren dies immer wieder mit der Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in der Region. Die mediale Aufmerksamkeit wird derzeit jedoch von anderen aktuellen Themen beherrscht, besonders vom Thema des Wiederaufbaus in Palmyra, wie hier des römischen Bogens. Aber auch in diesem aktuell diskutierten Fall braucht es Erfahrungswissen und vor allem in langer internationaler Forschung erarbeiteter Informationen. Das Bogenmonument wurde, wie Fotos aus den Fototheken des DRI zeigen, in den 1930er Jahren umfangreich restauriert. Neu angefertigte und eingefügte Blöcke sollten damals den Bogen stabilisieren. Die Informationen der alten Fotos helfen, bei der alten aktuellen Dokumentation des zerstörten Denkmals das Aussehen des römischen Originals und die Lage der originalen Bauteile zu rekonstruieren sowie die modernen rekonstruierten Teile zu erkennen. Nach einer Schadenskartierung vor Ort und nach einem Abgleich mit diesen älteren Dokumentationen kann man dann auch eine Entscheidung treffen, wie man eigentlich mit dem zerstörten Denkmal umgeht. Jedenfalls wird man nicht ohne Autopsie der Originalteile vor Ort einfach zu der Methode greifen, den Bogen nach aus Fotos generierten 3D-Modellen auszudrucken oder aus Stein zu fräsen. Ich habe jedenfalls ein wenig gebraucht, im Vergleich von Fotos zu verstehen, welcher Teil des Bogens von Palmyra nun als Reproduktion nach 3D-Modellen gefräst auf dem Trafalgar Square in London steht.
Indem das Auswärtige Amt vorausschauend bereits 2013 begann, ein Projekt des DAI und des Museum für Islamische Kunst der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu fördern, in dem die Informationen unserer Archive digitalisiert werden, liegen nun eben, wie Herr Steinmeier bereits erwähnt hat, über 100.000 digitalisierte Fotos, Pläne und Karten allein für Syrien vor. Beide Einrichtungen blicken ja auf eine weit ins 19. Jahrhundert zurückreichende Forschungsgeschichte und Dokumentationsgeschichte zurück. Und diese digitalen Daten stehen nun den Kollegen in Syrien für die Planung von Maßnahmen der Konservierung und Restaurierung zur Verfügung. Die Tools, diese riesigen Mengen von Bildern zu verwalten, sind allerdings auch schon wieder etwas älter. Sie gehen in die 90er Jahre zurück und gehen in eine 90er Jahre zurückreichende IT-Entwicklung zurück, die am Forschungsarchiv für antike Plastik in Köln begann. Die Bedeutung der IDRI-Welt heute als einer digitalen Forschungsinfrastruktur, die systematisch die unschätzbaren Archive des DRI erschließen kann und parallel zum DFG-Projekt Janus, der Entwicklung eines Forschungsdatenzentrums zur Langzeitsicherung archäologischer Daten, entwickelt wird, hat der Wissenschaftsrat in seiner Empfehlung nachdrücklich bestätigt. Die Digitalisierung dient aber nicht allein der Erschließung unserer Archive für die Forschung oder der Bereitstellung von Informationen für den Wiederaufbau, sondern hat auch zum Ziel, Länder beim Wiederaufbau digitaler Denkmalregister zu unterstützen. Man kann nur schützen, was man kennt. Und so wundert es nicht, dass bereits Schinkel 1815 solche Register gefordert hat. In vielen Ländern fehlen sie jedoch oder sind lückenhaft. Daher liegen uns derzeit Anfragen aus Algerien und zu Libyen vor, solche Denkmalregister aufzubauen bzw. den Aufbau zu unterstützen. Sie sind unverzichtbare Grundlage für jede Form von Kulturgüterschutz und Kulturerhalt. Aha. Ah. Informationen spielen aber noch bei einem anderen Projektteil der Stunde Null eine Rolle. Seit den 80er Jahren fand ein Projekt der GTZ, heute GIZ, zur Sanierung und Entwicklung der Altstadt von Aleppo statt. Die großartigen Ergebnisse der Rehabilitierung der Altstadt von Aleppo führten auch zu einer großen Dichte an Informationen und zu umfangreichem Erfahrungswissen. Angesichts der Zerstörungen in Aleppo, besonders seit 2012, stellt sich heute die Frage, ob man diese Investition verloren geben sollte oder muss. Die Mitglieder des Netzwerkes, allen voran die GIZ selbst, sieht dies natürlich anders. Es muss darum gehen, die Dokumentation jetzt zu nutzen, um grundlegende Stadtplanungsdiskussionen zu beginnen, die vor der Stunde Null, vor Beginn eines Wiederaufbaus erfolgen müssen und auch können. Und daher ist es umso wichtiger, dass sich die GIZ, aber auch der Verein der Altstadt von Aleppo, in dem viele der Experten des Rehabilitierungsprojektes organisiert sind, im Netzwerk engagieren. Die GIZ bringt darüber hinaus natürlich noch einmal ganz andere Erfahrungswerte über Ihre Auslandsarbeit in das Netzwerk ein. Nun mögen Sie, lieber Herr Steinmeier, denken, dass wir ein Bild der AKBP im Kopf haben, das ein wenig zu sehr als Einbahnstraße des Exportes deutscher Expertise gedacht ist. Mit dem Sechs-Augen-Prinzip und der Neuausrichtung der AKBP scheint dies auf den ersten Blick jedenfalls wenig zu tun zu haben. Wenn Nura Al-Saleh mit einem Stipendium der Gerda-Henkel-Stiftung im Rahmen des Projektes Die Stunde Null in Cottbus über Fragen des Wiederaufbaus von Syrien promoviert, und sie ist, glaube ich, heute auch irgendwo hier, nur sitzen heute so viele hier, dass ich nicht weiß, wo sie genau ist, zusammen mit dem anderen Stipendiaten, Herrn Seydo aus Syrien. Wenn sie über Fragen des Wiederaufbaus von Aleppo promoviert, zeigt dies deutlich, dass integraler Bestandteil des Vorhabens ist, dass Syrerinnen und Syrer selbst die Stunde Null, den Wiederaufbau ihres Landes, planen. Nura Al-Saleh geht aber noch einen deutlichen Schritt weiter. Sie befragt im Rahmen ihrer Arbeit von Deutschland nach Deutschland geflohene Aleppiner dazu, was ihnen in Aleppo eigentlich wichtig war, was Identifikationsorte und bedeutende Stadträume waren und was beim Wiederaufbau Anforderungen an das Lebensumfeld wären. Diese partizipativen Ansätze von Public Engagement and Sharing Heritage sind letztlich nicht so viel anderes als aktuelle Fachtermini für das Sechs-Augen-Prinzip. Den gleichen Ansatz verfolgen die gemeinsamen Studiengänge, die in Kooperation mit dem DAAD im Rahmen der Stunde Null durchgeführt werden. Sie haben zum einen das Ziel, Studierenden aus aller Welt Formen des Umgangs mit dem kulturellen Erbe und zugleich ein Verständnis für die weltweit unterschiedlichen Standpunkte zu vermitteln.
Und durch die Stunde Null können wir nun in den Joint Master zwischen Helwan University in Kairo und der BTU Cottbus-Senftenberg zu Heritage Conservation and Site Management sowie an der Architekturfakultät der German Jordanian University in Kooperation mit der RWTH Aachen auch syrische Flüchtlinge durch Stipendien in diesen Diskurs verstärkt einbeziehen und als Experten für die Zukunft ihres Landes ausbilden. Die Stunde Null ist also kein monolithisches Projekt, sondern ein Projektverbund oder Bündel von Projekten. Es verbindet Ausbildung und Weiterbildung auf allen Ebenen, die für den Kulturerhalt in Syrien, im Irak, aber auch in den Anrainerstaaten notwendig sind, mit der Erschließung von Informationen und konkreten Planungsprojekten. Das Projekt bindet alle Kompetenzen ein, die im Netzwerk zusammenkommen. Es bindet syrische Flüchtlinge ein und leistet damit auch einen Beitrag auf dem Feld der humanitären Hilfe in den Anrainerstaaten. Das Projekt zielt aber auch auf eine Stabilisierung der Region. Die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung sowie die Stipendien des DAAD und von Stiftungen, aber auch die Anstellung geflüchteter Kolleginnen und Kollegen in Projekten wie dem Syrian Heritage Archive Project an unseren Einrichtungen erlauben es uns, auch hier in Deutschland zu helfen. Dabei tritt immer wieder deutlich hervor, dass es den syrischen Kolleginnen und Kollegen zutiefst ein Anliegen ist, sich mit dem Wiederaufbau ihres Landes und dem Erhalt ihres kulturellen Erbes zu beschäftigen. Für uns ist diese Zusammenarbeit wiederum in Deutschland eine unermessliche Bereicherung. Zugleich erlebten wir im vergangenen Jahr aber auch eine große Verunsicherung. Angesichts der Traumata, der Erfahrungen von Folter und Krieg, die unsere Kolleginnen und Kollegen aus Syrien auch mit sich brachten, wurde zumindest mir persönlich bewusst, dass ein Archäologiestudium mich darauf in keiner Weise vorbereitet hat. Also versuchen wir, wenigstens das zu tun, was wir am besten können, nämlich Kolleginnen und Kollegen aus Syrien in konkrete Projekte einzubinden und zu helfen, indem wir Perspektiven geben. Und die Perspektive liegt wesentlich auch in der gemeinsamen Planung von Zukunft. Das Projekt Die Stunde Null bezieht sich damit weniger auf den schwer fassbaren und erst recht nicht planbaren Moment, an dem ein Wiederaufbau faktisch einsetzen kann, sondern auf Maßnahmen zur Gestaltung von Zukunft. Und viele unserer Ideen können wir nun auch wirklich umsetzen. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bedanken. Als erstes bei der Gerda-Henkel-Stiftung, lieber Herr Hansler. Es ist ein wahres Füllhorn, das Sie ausgeschüttet haben und mit dem wir noch sehr viel mehr, als ich es jetzt vorstellen konnte, realisieren können. Auch wenn sich Archäologen das Finden von Geld für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in einem ersten Reflex vielleicht so vorstellen, wie das Finden eines Hortfundes, hier zum Beispiel in Chimtu in Tunesien, schlicht als Gefäß mit Goldmünzen, wissen wir doch auch, zumindest ich weiß dies, dass es in der Realität der Haushaltsverhandlungen dann doch etwas anders funktioniert. Das ist eigentlich schade, aber ist halt so. Wir wissen alle, um Ihr ganz persönliches Engagement, lieber Herr Steinmeier, Mittel in den Haushaltssitzungen für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu erringen und sich für uns Player der AKBP so intensiv einzusetzen. Aus unserer Perspektive geht es ja insgesamt um sehr große Beträge, die für Stipendien des DAAD und die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zur Verfügung gestellt werden, um gefährdeten und geflohen Wissenschaftlern und Studierenden Wissenschaft und Ausbildung zu ermöglichen. Es geht um große Beträge, die für Projekte der Stunde Null zur Verfügung stehen und auch zu einem Etataufwuchs des DRI beigetragen haben. Ich möchte Ihnen dafür ebenso im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen danken wie den Mitgliedern des Deutschen Bundestages, deren großartige Unterstützung und deren grundsätzliche Entscheidungen Voraussetzung für diese Entwicklung, für die Ermöglichung der Umsetzung unserer Ideen sind. Vielen herzlichen Dank. Und danken möchte ich auch Ihnen, lieber Herr Görgen. Ohne Ihre Unterstützung und die Ihrer Abteilung gäbe es kein Projekt, die Stunde Null. Und ich weiß, dass eine gewisse Archäologin manchmal eine echte Herausforderung sein kann oder sagen wir mal eher ist. Und damit möchte ich zum dritten Programmteil des Abends überleiten. Archäologie ist eine Mannschaftssportart. Auch wenn nicht mehr so gearbeitet wird wie auf diesem Bild in Olympia von 1875, da waren wir immerhin schon ein Jahr dem Auswärtigen Amt zugeordnet gewesen, führt niemand seine Grabung, seine Forschung ganz alleine durch. Und so wurde der Erfolg des Deutschen Archäologischen Institutes bei der Begehung durch den Wissenschaftsrat
durch die Kolleginnen und Kollegen des DRI errungen, nicht von mir, auch wenn ich öfters so erwähnt werde. Und daher erlaube ich mir an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRI für ihre exzellente Arbeit zu danken. Und auch ein Erfolg des Archaeological Heritage Network wird in diesem Sinne nur als ein Netz, in einem Netzwerk gleichberechtigter Partner und in der Zusammenarbeit zu erringen sein. Und da dies so ist, wird nun Frau Professor Verena Metze-Mangold stellvertretend für alle Mitglieder zur Gründung des Netzwerks sprechen. Als Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission verbindet sie in ganz besonderem Maße nationale und internationale Perspektiven auf unser gemeinsames Vorhaben. Wir werden dann anschließend an Ihre Rede kein langwieriges Unterschriftenzeremoniell eines Gründungsdokumentes durchführen. Denn wir haben an den Anfang des Netzwerkes die Arbeit, genauer gesagt die Zusammenarbeit gestellt und nicht die Aushandlung von Geschäftsordnungen. Dann wären wir wahrscheinlich heute noch nicht hier. Daher wird Professor Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen Berlin, als Zeichen der Gründung an die Gründungsmitglieder des Netzwerkes schlicht Urkunden verleihen. Das habe ich als zeremoniell in Ägypten gelernt. Das hat mich altpharaonisch unendlich überzeugt. Da es ohne das Syrian Heritage Archive Project, ohne unsere Teams und syrischen Mitarbeiter, wie wir beide wissen, lieber Herr Weber, das Projekt Die Stunde Null nicht gäbe, freue ich mich ganz besonders, dass Sie die Aufgabe heute übernommen haben. Und damit übergebe ich das Wort zunächst an die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, liebe Frau Metze-Mangold. Herr Minister Steinmeier, liebe Frau Präsidentin Fless, Exzellenzen, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich und ich bin dankbar, gleichsam aus diesem wichtigen Anlass heute hier für die UNESCO zu Ihnen sprechen zu dürfen. Zuerst möchte ich aber Ihnen, liebe Frau Fless, sehr herzlich gratulieren. Es ist ein großer Erfolg, ein Netzwerk dieser Größenordnung und dieser verschiedenen Ausrichtungen zusammenzubringen in sehr kurzer Zeit. Ohne eine gewisse Archäologin, wie Sie sich selber augenzwinkernd eben genannt haben, säßen wir heute alle nicht hier. Lassen Sie mich die wunderbare Einführung von Frau Fless, meine Damen und Herren, aus Sicht der UNESCO nur um 4 Punkte ergänzen. Erstens. Der Schutz und die Bewahrung unseres kulturellen Erbes sind kein Nebenschauplatz unserer politischen Verantwortung. Gerade die jüngsten Zerstörungen von Kulturerbe zeigen, wie sehr dieser Verlust uns im Zentrum unserer Werte und unserer Identitäten trifft. Die UNESCO hat als einzige UN-Organisation mit einem Mandat für Kultur in Jahrzehnten nicht nur das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der kulturellen Dimension menschlicher Entwicklung geschärft. Als multilaterales Forum hat sie mit normativen Instrumenten und Programmen einen globalen Handlungsrahmen für politische Entscheidungen ihrer 195 Mitgliedstaaten geschaffen. Ich weise nur kursorisch auf die wichtigsten hin. Haager Konvention 1954, die Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgütern von 1970. Frau Fless, Sie haben Venedig genannt. Aber eben auch die Welterbekonvention von 1972. Dann das Weltdokumentenerbe von 1992, immaterielles Kulturerbe 2003. Und die Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Übrigens die einzige Konvention, meine Damen und Herren, die sich nicht auf das Erbe allein bezieht, sondern bewusst auf die Gestaltung gesellschaftspolitischer Zukünfte. Zweitens, dass wir heute hier zur Gründung des Archaeological Heritage Networks zusammenkommen, ist unserer Überzeugung geschuldet, dass der Schutz des Kulturerbes eine solidarische Menschheitsaufgabe ist. Die Idee des gemeinsamen Menschheitserbes ist älter als die UNESCO. Aber die UNESCO hat ihr mit der überaus erfolgreichen Welterbekonvention in den Köpfen der Menschen zum globalen Durchbruch verholfen. Die internationale kulturelle Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, ist ein Prüfstein für unsere Befähigung zur Humanität.
Das beherzigen Sie, Herr Minister Steinmeier, in besonderem Maße durch ein, wie ich finde, beispielhaftes Engagement in diesem Politikfeld. Und das darf aus Anlass eines solchen Tages und einer solchen Gründung in diesem Zusammenhang auch einmal gesagt werden. Die UNESCO-Welterbekonvention beruft sich auf den universellen Wert der aufgenommenen Städte, ihren Outstanding Universal Value, wie es heißt. Um diesen Einsatz für universelle Werte der Menschheit geht es auch heute Abend bei der Gründung unseres Netzwerkes. Drittens, der Exekutivrat der UNESCO hat im April ausführlich das gemeinsame Vorgehen der Weltgemeinschaft zur Bewahrung bzw. zum Wiederaufbau zerstörter Kulturgüter in Syrien verhandelt. Bemerkenswert an der dazu verabschiedeten Resolution ist, dass sie auf Initiative Russlands gemeinsam von den 5 ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates in der UNESCO eingebracht worden ist. Diese Resolution fordert die UNESCO auf, die syrischen Welterbestätten einzubeziehen in einen zu erarbeitenden Aktionsplan für den Schutz von Kultur, und zwar jeglicher Form von Kultur, auch lebendigen Kulturpraktiken natürlich. Und zwar den Schutz im Falle bewaffneter Konflikte. Außerdem wird die UNESCO aufgerufen, in einem partizipativen Vorgehen alle Staaten und Akteure zu koordinieren und baldmöglichst eine Expertenkommission nach Syrien zu entsenden. Eine erste übrigens ist gerade zurückgekehrt und hat eine erste Bestandsaufnahme vorgelegt. Sie werden es morgen in den Zeitungen lesen können. Palmyra steht in dieser Resolution, wie auch in den Augen der Weltöffentlichkeit und sicher auch von Ihnen, natürlich nur pars pro toto. Meine Damen und Herren, bereits auf der 39. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees 2015 in Bonn hat die Weltgemeinschaft sich unter der sehr erfolgreichen Präsidentschaft von Staatsministerin Böhmer mit der Zerstörung von Kulturgut in Syrien befasst und sie als Kriegsverbrechen eingestuft, wie zuvor der UN-Sicherheitsrat. Angesichts der gezielten Attacken auf Welterbestätten weltweit hatte das Welterbekomitee 2015 einstimmig die Bonner Erklärung zum Welterbe verabschiedet. Und darin verurteilt das Komitee die Zerstörung und die Plünderung von Welterbestätten als Kriegsinstrumente. Es empfiehlt dem UN-Sicherheitsrat, den Schutz von Kulturgütern in Friedensmissionen aufzunehmen und alles dafür zu tun, den internationalen Handel mit gestohlenen Kulturgütern zu unterbinden. Als eine konkrete Maßnahme hat die UNESCO auf der Komiteesitzung auch die globale Koalition Unite for Heritage gegründet. Die Koalition hat das Ziel, die Zusammenarbeit mit allen Partnern zum Schutz des Welterbes zu stärken, einschließlich der Polizei, bewaffneter Truppen, Interpol, der Weltzollorganisation, der Zivilgesellschaft, der Experten, Medienvertretern und den Vertretern der Museen und des Kunsthandels. Viertens, im Zusammenhang mit der Zerstörung von Kulturgut stellt der illegale Handel mit Kulturgütern weltweit eine Herausforderung dar. Er vernichtet nicht nur Kenntnisse über die Geschichte der Menschheit und zerstört Teile unserer kulturellen Identitäten. Er finanziert auch den Terrorismus und stellt damit eine Gefahr für die weltweite Sicherheit dar. Es muss im Interesse der Kunsthändler selbst sein, sich durch Regulierung ausreichend gegen diesen Missbrauch zu schützen und im Interesse der Staaten, ihre Politik gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern zu stärken. Gerade jetzt gilt es besonders wachsam zu sein, wenn Kulturgüter und Kunstwerke aus Ländern in Konfliktsituationen wie dem Irak, Syrien, Libyen, Mali oder Jemen gehandelt werden. In diesem Kontext begrüße ich ausdrücklich die Novellierung der Kulturgutschutzgesetzgebung in Deutschland. Mit der Kulturgutschutznovelle wird die Umsetzung der UNESCO-Konvention gegen illegalen Handel von 1970 mit Kulturgut in Deutschland entscheidend verbessert und nationales Recht an internationale Standards angepasst.
Liebe Frau Fless, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gründung des Archaeological Heritage Network ist eine exzellente Initiative, mit der Deutschland seine Bereitschaft untermauert, besondere Verantwortung für den Schutz des kulturellen Menschheitserbes zu übernehmen. Wir sollten diese Arbeit immer auch als einen Beitrag zur Sicherung des Friedens und zur Stärkung universeller Werte betrachten. Wie Sie, die UNESCO, im Forum der internationalen Staatengemeinschaft in sehr komplexen Aushandlungsprozessen beharrlich zu leisten unternimmt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte erlauben Sie mir, dass ich jetzt die Mitglieder unseres heute zu gründenden Netzwerkes hier auf die Bühne bitte und im Einzelnen aufrufe. Und Herr Professor Weber, walten Sie Ihres Amtes. Ich grüße Sie. Als erstes Frau Professor Dr. Thekla Schulz-Briese, Baudenkmalausschuss des Deutschen Archäologischen Instituts. Als zweites Herr Professor Dr. Leo Schmidt, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Drittens Frau Professor Dr. Ingrid Scheuermann, Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Als viertes, und das stelle ich zurück, übernehme ich das für die Deutsche UNESCO-Kommission, das machen wir nachher. Als fünftes, Daniel Zimmermann, Leiter des Hauptstadtbüros des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Sechstens, Professor Dr. Ulrike Wulff-Reit, Deutsches Archäologisches Institut. Siebtens Dr. Uwe Koch, Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz. Achtens Professor Dr. Stefan Winghardt, Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS. Neuntens Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Zehntens Dr. Michael Hansler, heute schon mehrfach erwähnt, Vorsitzender des Vorstands der Gerda Henkel Stiftung. Elftens Professor Dr. Matthias Knaut, Vizepräsident der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Zwölftens Professor Dr. Martin Bachmann für die Koldewey-Gesellschaft. Dreizehntens Professor Christian Rabe, Westfälische Technische Hochschule in Aachen. Vierzehntens Professor Dr. Falko Daim für das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz. Fünftens Professor Dr. Hermann Parzinger für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sechzehntens Professor Dr. Franz Schopper für den Verband der Landesarchäologen. Siebzehntens Professor Dr. Mahmoud Fanzer für den Verein der Freunde der Altstadt von Aleppo. Achtzehntens Professor Dr. Georg Skalecki für die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger.
Und 19. Deutsche UNESCO-Kommission. Oder 4. Und damit habe ich die große Freude, mein Lieblingspart aller Jahresempfänge durchzuführen und Sie alle herzlich zum feierlichen Teil einzuladen, denn wir wissen alle als Archäologen, Identität und Gemeinsamkeit entsteht beim Fest und beim Feiern und es gibt von Wein zu Bierspenden bis hin auch zu antialkoholischen Spendemöglichkeiten alles. Tieropfer haben wir diesmal ausgelassen, also das kommt dann diesmal nicht und ich bitte Sie alle, oben in den hinteren Raum zu gehen, in den Innenhof dieser wunderschönen Liegenschaft. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Steinmeier, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich lade Sie herzlich ein.